Schade, auch hier keine U-Bahn. U-Bahn-Ticket. Ja. Zwischensequenz. Ja, ich hab ihn. Gab's in der PlayStation 4 Version nämlich. Aber da die Ladezeiten jetzt zu schnell sind, gibt's die nicht mehr. Na los, wir kommen zu spät. Nur aber zügig. Bam! Oh, hey! Oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Na, man kann nie wissen. Hübsche Jacke hat er an. Das gefällt mir an Harlem am besten. Hübsche Jacke hat er an. Das beste Essen der Stadt. Tolle so eine, so eine? Ja, das ist ziemlich cool. So eine würde ich auch anziehen. Die ist echt nicht schlecht. Oh, was gibt's denn hier so Schönes? Mhm. Aha, Spendenaufrufe hier. Okay, Holiday Toy Drive. Bist du Mucke? Oh ja, kann ich tanzen? Mann, es passt toll zu den Beatern, die ich neulich saß. Ich sollte wieder Musik machen. Ja, Miles, bin ich gut. Mach mir ein paar Beats für den Stream. Was gibt's hier Schönes? Barbecue. Okay. Ritten. Mac and Cheese. Ich liebe diesen Truck. Manchmal stand er wie donnerstags immer vor unserem Haus. Hm. Sugar Hill? Ja. Ich hoffe, ihr kommt bald mal wieder. Das Gyros macht euch keiner nach. Und wie wäre es mit einem zweiten Truck? Nett. Sie haben keine Fahrer. Was gibt's hier? Bagels und sowas? Aha, Backwaren, ja. Es ist echt cool. Wir könnten frühstücken und danach gibt's hier durch. Schön. Oh, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Mein Gott. Pommes, Bratwurst, Sandwiches. Oh, ich finde das immer schön, wenn man so ein bisschen rumlatschen kann. Okay, das war ein bisschen Copy-Paste hier gerade der Laden. Das Feast ist auch da. Donation Table. Alles klar, es werden Spenden gesammelt. Hier gibt's Hot Dogs. Oh, ein Hot Dog wäre natürlich auch geil jetzt, ne? Ich hätte voll Bock drauf. Ich muss dann unbedingt noch was essen. Irgendwas Leckeres, Kleines. Was gibt's hier? Redet bitte nicht alle zu durcheinander. Ich würde gern alles mitkriegen. Oh, da kann ich noch anklicken. Hä? Konnte ich doch vorne nicht anklicken. Warum geht's jetzt? Hey, Lady. Kennt ihr auch Spider-Plüschfiguren? Oh ja, die sind bei den Kindern sehr beliebt. Wenn du eine gut erhaltene hast, nehmen wir sie gern. Mal sehen, was sich machen lässt. Alles klar. Haben wir denn Spider-Plüschfiguren? Zufällig? Oh, cooles Graffiti. Ich stehe drauf. Mal gleich mal hingehen zu der Lady. Oh, guck mal hier, die Masken. Die hingen doch vorne bei uns im Flur. Cool. Sieht echt cool aus. Ah, Gebärdensprache. Alles klar. Müsste man eigentlich auch lernen, ne? Oh. Sorry. Wäre bestimmt mal hilfreich. Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sí. Desde cuando. Haha. Schön. Was gibt's hier? Oh, Spideys! Gibt's meinen Namen? Nö, schade. Elka, Henry, Jake. Ne, mein gibt's leider nicht. Schade. Neue Sonnenbrille. Ah ja, sind nicht die schönsten. Alles andere sieht so schön aus. Da leider nicht. Oh, hier, Rio Morales, okay. Hey, schon für die Wahl registriert? Ich bin zu jung, aber ich unterstütze ihre Kandidatin. Sie ist meine Mom. Ah,
Du musst Miles sein. Jawohl. Ich hatte schon lange keine so aussichtsreiche Kandidatin für den Stadtrat mehr. Du bist sicher stolz. Bin ich. Super, ja. Bis bald da. So, fertig. Ich hoffe, sie wird nicht erschossen. Das wäre toll. Geht gut ab hier. Nochmal das Feast. Schatz, du machst dir zu viele Sorgen. Wir haben getan, was wir konnten. Da muss doch etwas zu machen sein. Es muss doch einen Weg geben, das Gebäude wieder zu eröffnen. Gloria? Ich frage Montag nochmal nach. Und ich frage im Zentrum an, ob sie noch jemanden aufnehmen können. Danke. Gloria, hallo. Hi, Miles. Das ist meine Freundin Steph. Ich wollte schon sagen, die kennen wir doch. Bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Na, hi. Wir sehen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos... Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Netter Alles Junge. Klar. Willst du zu dieser Kundgebung? Klar. Rios Rede wird dich auf andere Gedanken bringen. Bakery, Donuts gibt's hier. Okay. Ja, ich bin ja gespannt. Okay, die Bullen sind da. Und hier, Sicherheitskräfte vom Dings sind auch da. Okay, was wollen die denn hier? Daily Bugle? Wir hören leider nichts, schade. Oh, hier, guck mal, da können wir noch was anklicken. Das stimmt schon. In Harlem gibt's gute Imbisswaren. Vielleicht sogar bessere als in Brooklyn. Bitte. Hallo. Sehr. Oh, sorry. Das wird mich warm halten, wenn die Rede länger dauert. Wollten nicht im Weg stehen. Hier ist gute Stimmung. Ach ja, Onkel. Onkel Aaron, ich hätte dich nicht erwartet. Ich gehe, bevor deine Mom mich sieht. Wer ist das? Mein Freund Genki. Er hilft mir bei meinem Spinnenprojekt. Aha. Du passt auf meinen Neffen auf, ja? Ich versuch's, aber er macht's mir nicht leicht. Ich bin doch hier. Ja, viel Spaß bei der Kundgebung, Kleiner. Okay. Onkel wirkt immer noch nett. Finde ich gut. Hast du es ihm gesagt? Er hat's rausgekriegt. Ich erzähl dir alles zu Hause. Oh, überall Spenden gesammelt hier, ne? Ah ja, Theos Bordegas. Ach was, jetzt haben wir ran. Rangesprüht hier. Die begreifen, dass Spider-Man zu viel für sie ist und gehen nach Hause. Schön wär's. Krass, dass man, na, hier so die Aufkleber und alles noch lesen kann. Ich finde das so krass. Hast du den Bug in Speed Nalagan gefunden? Immer wenn ich einen Fix habe, taucht ein neuer Fehler auf. Ja, ungünstig. Okay, hören wir uns mal die Rede an. Die gute. Da ist er. Let's go. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ah, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxanne hier alles platt gemacht hat? Hey. Bist du okay? Ja. Es ist nur, was so an der Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Junipero's Kita. Das ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Theresa, deren Chor. Naja. Und Mittwoch den ganzen du bist jetzt Tag mit Spider. Hey. Und selbst jetzt, Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt. Und schweigt über die Risiken. Oh oh. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Oh oh. Wir haben hier ein Problem. Herbert, bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Zurück! Nicht mein Schatz!
Ja, hier, die Punker wieder. War ja klar. Oh Gott, Mutti, schnell weg da. Richtig so. So, ihr frechen Bubis. Ist mir doch scheißegal, was macht ihr denn hier? Mit meiner Mutti, ja? Hä? Der läuft einfach an mir vorbei. Der war gut. Sage mal, ich wollte euch finishen. Genau das wollte ich. Wo sind denn hier noch mehr? Ach, da drüben. Nein! Ich habe nicht auf meine Energie geguckt. Scheiße. Okay, nochmal von vorn. Fuck. Egal. Cool. Coole Aktion. Die steckt fest. Ihr habt hier keine Chance. Gute Nacht. Alles geführt. Oh. Noch nicht. Aber du bist K.O. Ich hab hier was für dich. Der war immer noch nicht fertig. Krass. Miles, wir sind zu Hause. Nadja fährt deine Mom ins Krankenhaus. Was? Geht's ihr gut? Sie hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Die sagen, naja, das ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen Luform, aber hier ist noch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Oh, okay. Oh, oh, oh. Ich greife auf deine Analysedaten zu. Ich helfe dir ohne Kann. Gute Idee. Und Genki? Danke wegen meiner Mom. Zeit. Leuchtwaffen werden euch nichts nützen. Keine Heilung auf. Naja, vielleicht ich. Wenn ich mich diesmal zusammenreiße. Ich zeig dir, was wir drauf haben. Ist das deins? Hä, Leute, ich bin der echte Spider-Man.
Okay, die war weg. Das wird wehtun, Spider-Man! Moment mal. Was war das? Okay. Sorry. Ach du Scheiße. Das war cool, aber das sieht nicht gut aus. Miles! Oh Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miho, das ist nicht wie beim Rathaus. Nee. Sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Na klar. Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meinem Gips. Okay, Ma. Das wäre muss ein Kasse. Hab dich lieb. Wir sehen uns zu Hause. Okay. Sie hat Gips? Aaron, alles klar? Mir geht's gut. Ich hab versucht, euch zu erreichen. Wo seid ihr jetzt? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Wir werden einen Sündenbock für das alles suchen. Tinkerer wird ihnen nicht reichen. Okay, ich pass schon auf. Alles klar. Ich muss mich beeilen. Da bin ich. Die Plaza aber wohl nur zum Aufwärmen. Oder zur Ablenkung. Los, los, los! Oh, oh, oh. Ganz locker bleiben, Freunde. Nicht, okay? Oh oh. Tinkerer. Ah! Oh! Wir wollen das Nu-Form. Ignoriert alles andere. Okay, ich weiß, wer es ist. Man hört's. Ich sag ja die ganze Zeit, sie hat eine schöne Stimme, nicht wahr? Und die Art, wie sie spricht, ganz eindeutig. Okay, jetzt hat sie ihre... Werdet ihn los! Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt! Ja, das hörst du so aus. Krass. Mach keinen Scheiß. Ich sag's ja. Sie ist es. Oh oh. Nein. Nicht gut. Spidey. Er stabilisiert es. Runter! Weg da. Ach du Scheiße. Lenkt ihn ab. Ach Mensch, der Rücken wieder, ne? Es ist auch immer dasselbe. Oh, wo bin ich denn hin? Ich hab die Explosion gesehen. Geht es dir gut? Mir geht's gut, aber... Hast du's gesehen? Tinkerer, das ist Finn! Oh mein Gott! Ich hab sie heute getroffen! Wenn ich nur mal nachgedacht hätte! Das ist nicht deine Schuld, Mann. Ich war so froh, sie zu sehen, dass ich unaufmerksam war. Ich muss so aufmerken. Alter, es ist viel zu durcheinander hier gerade. Nee, nee, komm ab in die Luft, ist schon besser. Dann kann ich alle hier ganz in Ruhe runterschmeißen. Ciao. Macht man nicht. Ciao. Das machen wir jetzt nochmal. What? Oh, was sind das denn für Vollidioten, ey? Ja,
Ratte sitzt mir in der Falle. Ich muss hier fertig werden und den Leuten helfen. Und ich muss vor allen Dingen auf meine Energie achten. Ciao. Ach du Scheiße! Das hat sich Peter bestimmt nicht so gedacht. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Oh, wow, so geil, ne? Komm schon, Spidey! Da war Feuer. Das Feuer. Was muss ich machen? Wasser. Wasser ist eine gute Idee. Kommt schnell, Leute. Schnell. Runter, 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 runter. Spidey. Miles. Der Bus. Oh, leck mich am Arsch. Alle aussteigen. Alle komm schon. Keine Sorge, ich hab sie. Fuck. Nein. Oh, wow, so geil. Danke. Die Leute, sie sitzen fest. Das hat ordentlich geknallt, ey. Let's go. Muss stabiler werden. Okay, okay, okay. Ich brauche etwas, das sie rüberbringt. Krieg mal hin. Yo. Nein, 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 nein. Komm schon, Miles, komm schon. Ja! Komm schon! Nein! Wahnsinn! Alle gerettet? Oh je. Scheiße, geil. Das ist so gut gemacht, ne? Danke. Krass, das war krass. Alter Schwede. Das war ich. Meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Ja, das stimmt. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sehe den anderen Spider-Man. Er bitte Anweisungen. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Verstanden. Abtauchen. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Sie weg mit dem Handy, sofort! Ich sagte, Handy weg! Sofort! Hey, lass sie in Ruhe! Verschwinde! Das ist die letzte Warnung! Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Spidey, hau ab! Tauch ab, Mensch! Oder so. Was zum Teufel? Wo ist der hin? Miles hat schon echt geile Kräfte, ne? Wenn man das so überlegt zum normalen Spidey. Elektrokräfte und kann sich unsichtbar machen. Das ist schon krass.
hat der Spidey, der Peter Parker Spidey, alles überhaupt nicht. Was ist jetzt mit Roxxons? Wir sind für sie da. Ja, das kannst du vergessen. Mich erschossen. Ja. Die wollten nicht mal zuhören. Miles. Bist du okay? Ich weiß nicht. Krass. Heute bei mir ist Simon Krieger. Oh Gott. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke. Das Roxxon stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Als Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dolce de Coco? Was ist das? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Ah. Er hat halt seinen Vater verloren, ne? Das ist schon schwierig. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Ist es nicht. You Rock steht auf dem... Auf dem Gips. Schön. Süß. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Ja, in gewisser Weise machst du das. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen? Ja. Er ist nicht richtig drin im Game. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Das muss er erst begreifen, das stimmt. Psyche spielt ein ganz großes, eine ganz große Rolle dabei. Oh, schön noch. Zwischensequenz, super. Oh, nice. Das waren gerade die Prowler-Farben. Bam. Da hat er sich wohl was abgeguckt. Wollte er. Schön. Hat nicht ganz geklappt. Juhu, Stoff gefunden. Ah. Und der sieht so gut aus, nicht wahr? Der schwarze Anzug mit dem roten, das sieht so toll aus. Also, das ist ja der erste Anzug von Miles hier. Er hat ja jetzt zwischendurch... Er hat ja jetzt zwischendurch einen anderen freigeschaltet. Freigeschaltet. Entschuldigung, ich habe es gerade gelesen. Wir brauchen kürzeren Namen. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Da hat er recht. Ja, er hat im Comic... Inzwischen einen anderen. Miles, endlich erreiche ich dich. Jedenfalls, auf dem Cover habe ich das schon gesehen. Ich habe Nachrichten geguckt, auf Simkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verräuchert, was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten, versprochen. Okay, ich vertraue dir. Okay, Pete, aber wenn sehr du gut. Brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. Danke. Viel Spaß beim Sumkarianisch lernen. Warum gibt es 7 verschiedene Wörter für Klo? Wie geil. Ich finde das schön,
die werden das bestimmt so gemacht haben. Im zweiten Teil gibt es ja Venom. Und der hat den aus Symkaria vielleicht mitgebracht. Das wäre so cool. Und den Kraven hat er da vielleicht auch schon getroffen oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Neuer Anzug. Super cool. Ich mag den sehr. Du hast einen neuen Anzugsmodifikationsplatz freigeschaltet. Juhu. Ja, ich mag den sehr, den neuen Anzug, beziehungsweise allgemein den Anzug. Der sieht, wie Miles sagen würde, fesch aus. Richtig fesch. Und ja, wie gesagt, in den Comics hat er jetzt inzwischen einen anderen Anzug. Der sieht ein bisschen Hip-Hop-mäßiger aus mit, naja, langen Pullover und, ja, ach, wie heißen die? Ich hab's vergessen. Die Hosen. Hip-Hop-Hosen. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Es tut mir leid. Ja, aber so wie er hier ist, gefällt er mir eigentlich am besten. Bisher von den Sachen, die ich so gesehen habe. Weil, ja, das Schwarz sieht einfach super aus. Und ist schon cool. Gefällt mir gut. So, wir gehen nochmal hier ganz kurz rein. Das könnten wir verbessern, nicht wahr? Mache ich mal. Jawohl. Wird schneller aufgefüllt. Auch gut. Gut. Nehmen wir erstmal das, weil die Netzshooter, die sind schon sehr, sehr wichtig. Ja. Sehr cool. Ich liebe das Spiel. Das macht super viel Spaß. Und achso, siehst du, Fertigkeitenpunkte. Können wir auch noch machen. Was haben wir hier? Tarnenergie wird 20% schneller wieder aufgefüllt. Ich weiß noch gar nicht, wie es funktioniert. Aber ist bestimmt sinnvoll und hilfreich. Ich nehm's mal. Getarnte Angriffe kosten weniger Tarnenergie. Da nehme ich auch. Cool. Rein damit. Haben wir noch was? Was ist bei Sammlung? Achso, sind bloß die Sachen. Just the Facts Archiv, alles klar. Tja. Beim nächsten Mal lesen wir noch was vor, aber wir machen für heute Feierabend. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder ja, in die Welt von Spider-Man einzutauchen. Vor allen Dingen, ja, Miles Morales macht einfach Bock. Das Spiel ist toll und ich kann jedem nur empfehlen, sich das Spiel zu holen. Das gibt es inzwischen im Angebot und alles. Und macht echt Spaß. Macht echt Spaß. So, ich speichere fix. Und ich sage an YouTube, Tschüssikowski, lasst es euch gut gehen. Und ja, lasst mir gern ein Like oder Kommentar da, wenn ihr möchtet. Okay, Boss, wie ist der Plan? Finns Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und... Ich lass sie mal kurz reden. Ich glaube nicht, Mann. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum wiedererkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden. Machen wir. Und das Richtige ist, wir machen jetzt Feierabend. An YouTube, danke, tschüss. Lasst mir gerne einen Kommentar oder Like da. Würde ich mich freuen. Ansonsten, ja, nächste Folge geht gleich weiter. Macht's gut. Ciao.